herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mich hat gestern ein ziemlich schweres, diesmal aber nicht ganz so großes Paket erreicht. Und zwar habe ich nochmal eine DM-Bestellung getätigt für, ich glaube, 55, 56 Euro. Und es wurde mir direkt nach Marburg geliefert. Da war ich sehr froh drüber. Und genau, da ist so ein bisschen Papier drauf. Das packe ich gerade mal zur Seite. Genau, und ich würde jetzt sagen, ich schaue mal mit euch rein. Und diesmal ist es tatsächlich sehr, sehr viel, was nicht Beauty ist. Also auch ein paar weihnachtliche Sachen, ne? Wir schauen einfach mal rein. Ich greife von oben nach unten raus. Ich habe die Sachen noch schon alle ein, zweimal rausgeholt. Also die waren nicht so original drin, aber ich zeige euch ja sowieso alles. Von daher ist das, glaube ich, ziemlich unrelevant. Dann, ich habe hier zum Beispiel. Das habe ich schon geöffnet, da habe ich die Verpackung schon rausgenommen. Auch hier bitte Entschuldigung, ich mache das gerade komplett Freestyle, falls die Verpackungen nicht richtig rumgehalten werden. Im Prinzip müsst ihr mir auch einfach nur zuhören und könnt das Handy ganz gechillt nebendran legen, weil ich euch eh alles zu jedem Produkt erzähle, was ich weiß. Und ja, und zwar haben wir hier eine also Nougat White Crisp Schokolade, also eine weiße Schokolade mit so crunchy, nicht krokant, aber so Knusperkram und Nougat. Und die habe ich tatsächlich schon aufgefuttert, habe aber die Packung hier aufgehoben, um euch das zu zeigen. Und ich muss sagen, die ist echt sehr lecker gewesen. Ich glaube, die würde ich mir auch nachkaufen tatsächlich. Dann habe ich hier von Accentra ein Badekissen Kokos. Das kann man hier so öffnen. Und das ist nochmal eingepackt, aber das sieht so aus. Und das Ganze ist ein Kissen mit so Körnern drin, relativ klein. Und da sind ätherische Öle drin und das Ganze soll man wohl ins Wasser tun, zwischendurch so ein bisschen kneten. Und man kann sich wohl damit auch einreiben, womit ich ein bisschen vorsichtig wäre, weil ätherische Öle selbst in niedriger Konzentration können ja sehr stark die Haut reizen. Also ich würde mich damit jetzt nicht abrubbeln. Aber ich weiß auch noch gar nicht, ob ich es behalte, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich das noch gar nicht ausgepackt und auch in dieser Plastiktüte hier drin gelassen. Weil da stand zwar Kokos drauf, aber ich finde, es riecht ein bisschen muffig. Es kann natürlich sein, dass das im Wasser ganz anders ist, aber ich überlege mir noch, ob ich das behalte oder nicht. Das ist halt auch der Nachteil, ne, bei Online-Bestellungen. Das hat, glaube ich, 2,95 gekostet. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Dann habe ich noch mal ein paar Kissen und zwar von Denk mit diesmal. Und zwar sind das solche Wäschefrischhalter. Da sind gleich zwei drin. Und die sehen so aus. Die riechen tatsächlich ganz gut. Ja. Finde ich schon. Und die kann man so zum Beispiel in Schubladen oder in Schrankfächer legen und hat dann nicht nur frisch gewaschene Wäsche, sondern hat einfach einen leckeren Duft. Ich habe das hier vorne leider so ein bisschen kaputt gemacht. Seht ihr das? Aber naja, ist halt auch nur eine Packung. Also ich meine, wichtig ist ja der Inhalt, ne? Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ah ja, genau. Hier haben wir noch zwei Raumdüfte von Profissimo für jeweils 3,15. Die haben immer, also die Sachen, die zerbrechlich sind, haben immer so eine Pappbanderole drumherum. Und ich versuche jetzt tatsächlich mal, das ist halt auch das Gefährliche daran, ich muss beide jetzt öffnen, um herauszufinden, ob mir der Duft gefällt. Und wenn nicht, habe ich ein Problem. Also man kann natürlich so ein bisschen dran schnuppern, aber das riecht man nicht. Also das eine, das sind halt jeweils hier unten habt ihr dann diese Flasche und oben habt ihr diese Rattanstäbchen und könnt das dementsprechend dosieren. Wir haben einmal Apfelzimt und einmal Vanille. Genau. Ich pack mal beide aus mit euch. Okay. Na, komm.
Genau, und dann habt ihr hier oben so dieses kleine runde Ding. Das müsst ihr dann eindrücken und da kommen dann auch die Stäbchen im Endeffekt rein. Ich mache es jetzt mal ganz vorsichtig auf. Okay, das ist, glaube ich, Vanille. Das Problem ist halt, es riecht halt immer sehr stark natürlich, weil das ganze Zeug da drin ist, ne? Ja. Ich kann noch nicht genau sagen, ob mir das gefällt. Also vielleicht muss ich es halt wirklich ausprobieren und wenn es dann nichts ist, dann doch wegtun oder weitergeben. Hoppala. Na super. Eieiei, okay. Sorry. Der will gerade irgendwie nicht. Ah, jetzt. Zack. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig hier mit dem Reintuchen. Ah ja, jetzt. Ja, das ist halt natürlich der große Nachteil, wenn ihr online bestellt. So. Sorry, ist gerade komplett ungeschnitten, deswegen vielleicht skippt ihr einfach ganz kurz weiter und ich guck mal, dass ich beim nächsten irgendwie schneide oder so. Aber das ist hier alles ungefälscht und ja, hat eben Vor- und Nachteile. Gehst du wohl da rein? So. Und das andere, ich versuche es gar nicht erst gut aufzumachen, weil kriege ich nicht hin. Ah, jetzt sehe ich gerade, das hätte man hier auch so aufmachen können. Gut zu wissen für die Zukunft. Das muss demnach Apfelzimt sein, da ist das gleiche Prozedere. Also auch hier so eine runde Flasche, ne, mit so einem runden Pinöckel zum Eindrücken oben. Ja, das ist Apfelzimt, wobei es irgendwie auch wieder anders riecht. Also ich weiß noch nicht, ne? Beide Düfte sind nicht schlecht. Ich glaube, den finde ich einen Ticken besser. Ich kann aber zu beiden nicht sagen, ob ich sie wirklich mag. Also es ist, glaube ich, ne, wirklich so, es läuft aufs direkte Ausprobieren hinaus. Ne, sodass man halt wirklich direkt testet, ist es was oder ist es nichts. Und ja, ich glaube, so werde ich das dann auch machen und werde die mir hier hinpacken. Ich glaube, eine andere Möglichkeit habe ich gar nicht groß. Hi meine Lieben, sorry für die kurze Unterbrechung. Das war ein Mitbewohner von mir, der gerade, also der ist auch mit mir in einer Klasse und der musste gerade mit mir was besprechen. Okay, dann hole ich mal ein paar weitere Kleinigkeiten raus. Zweimal habe ich das hier mitgenommen und zwar ist das ein Backgewürz, heißt es. Also das könnt ihr in Keksteig, in Kuchenteig, was auch immer reingeben und dann schmeckt das einfach weihnachtlich. Also das ist, ich weiß nicht, ob Lebkuchengewürz, ich glaube nochmal eine, ich sag mal, ausformulierte Variante eben mit unterschiedlichen Gewürzen. Ne? Könnt ihr gucken, habe ich zweimal gekauft. Das kostete 85 Cent das Stück und eins kriegt auf jeden Fall eine Freundin von mir, weil die sehr gerne backt und ja, genau. Fand ich eine sehr süße Idee. Dann habe ich noch zwei Gesichtsmasken. Eine hätte ich auch noch mehrmals mir geholt, aber die war leider online nicht mehr verfügbar. Die muss ich dann in der Filiale irgendwie suchen. Und zwar haben wir hier, ich weiß nicht, wie oft ich da schon unterschiedlichste Varianten von gekauft habe, eine Overnight Mask von Alverde mit Hyaluron diesmal. Und ich meine, ich hätte die noch nicht gehabt und ich wollte die ausprobieren. Das ist für eine Anwendung eine Crememaske. Ich hatte schon ganz viele verschiedene, die mir echt nicht zugesagt haben. Aber die wollte ich jetzt doch nochmal testen. Und ja, mal gucken, ob sie gut oder schlecht ist. Und ich habe noch eine neue Tuchmaske von Beauty Paradise Punch und die klang sehr toll und sehr winterlich, weihnachtlich irgendwie. Ich wollte die auf jeden Fall ausprobieren für 1,45 und ich glaube, das hier hat auch 1,45 gekostet. Genau, dann haben wir hier Knister Knister.
Einmal, zweimal und dreimal. Weihnachtsnudeln in Tannenbaumform und in drei verschiedenen Farben. 95 Cent kosten. Ich weiß nicht, ob das 200 oder 250 Gramm sind. Aber auf jeden Fall mindestens mal 200. Ich kann es auch gleich mal auf die Waage legen in der Küche oder so. Und dann, ja. Also 95 Cent das Stück. Die habe ich dreimal gekauft, um sie auf jeden Fall einmal selbst zu behalten. Und einmal an meine Freundin zu verschenken und einmal schauen wir noch, wo die hinwandern. Vielleicht auch an mich oder an jemand anderen noch. Werden wir dann sehen. Okay, dann habe ich hier bestellt von Be Routine ein Gesichtspeeling. Weiß gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat. 2 Euro? Nee, ich glaube sogar 2,95. Also riecht leicht fruchtig. Ja, ist halt so ein Peeling in Cremeformat fürs Gesicht. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viele Gesichtspeelings und deswegen, ja, ich habe mir einfach mal eins bestellt. Dann haben wir hier ein Haarparfüm von Balea. Das scheint auch neu zu sein mit so einem Pumpi. Ich habe es gestern schon mal gesprüht. Der Duft ist jetzt ein bisschen anders. Also es ist blumig, aber sehr, sehr alkoholisch und deswegen... Ich glaube, auch da muss ich es wirklich einfach ausprobieren und kann dann eben eine Entscheidung treffen und sagen, gut oder doof. Ja, also prinzipiell riecht es sehr lecker, aber erst wenn der starke Alkoholgeruch verflogen ist. Und ich glaube, dafür habe ich auch 2,45 oder 2,95 bezahlt, also um die 2 Euro noch was. Dann habe ich hier irgendwie, ich weiß nicht warum, eigentlich ist mein Vater derjenige, der Nougat so mag, aber irgendwie bin ich gerade auf dem Nougat-Trip. Ich habe mir hier Nougat-Cashews gekauft oder bestellt. Die sind echt teuer, ne? Also das sind 90 Gramm für über 2 Euro, glaube ich. Also ich meine, Cashews sind auch teuer und so, aber trotzdem. Ich hoffe sehr, sie schmecken. Gucken wir mal. Klang aber interessant, deswegen habe ich es mir mal geholt. Dann haben wir noch ein Duschgel von Balea. Happy Winter für 65 Cent. Klassischer Duschgelpreis von Balea. Es riecht so ein bisschen nach... Ich verwechsel das immer gerne. Es riecht fruchtig. Bisschen blumig. Weiß nicht, ob das... Ist das Passionsfrucht? Ist das Papaya? Ich verwechsel das immer. Also es riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Und kleiner Tipp auch, falls ihr einen Duft vielleicht nicht so gerne auf dem ganzen Körper mögt, so ein Duschgel kann man auch voll easy als Handseife zweckentfremden. Gerade die von Balea. Also ich würde es vielleicht nicht mit einem, 10 Euro Chorus oder The Body Shop Duschgel machen, weil dafür ist es echt zu schade. Aber so ein Drogerieduschgel, was vielleicht nur 50 bis 80 Cent gekostet hat, ich finde, damit geht es immer ganz okay. Apropos Seife. Ich habe mir, das war in einem Nachfüller und ich war zu faul, nach der normalen Geschichte zu gucken. Aber ich habe ja eh ganz viele Seifenspender und dann kann ich irgendwie welche halt wiederverwenden und das dann da reingeben. Ich habe den Namen vergessen, aber wir riechen zusammen dran. Das kam auch in der Tüte eingepackt. Ich habe das aber gestern, als ich es meiner Freundin gezeigt habe, auch ausgepackt, um dran zu schnuppern. Riecht fruchtig, aber ein bisschen blue. Also so, keine Ahnung, es riecht halt sauber. Es riecht, riecht in Ordnung halt für eine Handseife. Also ich finde, eine Handseife muss nicht unbedingt nach was riechen, aber wenn, dann bitte gut. Also so, ich weiß nicht. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir haben nur noch 4 Sachen, wenn ich das richtig sehe. Und zwar habe ich hier noch was von Accentra. Und zwar, das ist richtig süß. Seht ihr das hier an der Seite, das Herzchen? Kann man dran riechen. Ich finde, es riecht ein bisschen männlich. Und ich habe es auch hier schon aufgemacht, wie ihr seht. Und zwar ist das Ganze eine Badepraline Granatapfel in Sternform. Die war echt scheiß teuer. 3,95, also 4 Euro für so einen Badespaß. Aber die ist auch schon sehr,
also nicht geschmolzen, aber die ist sehr anfällig für so Sachen. Also hier, die ist schon sehr zerkratzt. Ich mache die mal wieder ein bisschen schöner. Ja, also es riecht sehr maskulin, aber es riecht irgendwie auch lecker. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und habe die Hoffnung, dass es gut ist, weil die schön reichhaltig ist. Meine Mutter wird sich freuen, aber ich schrubb die Badewanne, ich schwöre es. Okay. Dann habe ich noch zwei Sachen. Das eine ist ein Geschenkset, das andere ist auch als Geschenkset deklariert, aber ich würde es nicht als Geschenkset bezeichnen. Wo tue ich das jetzt hin? Egal. Ich lege es irgendwie vor mich hin. Ey, geh rein da. So. Und zwar haben wir hier von Dresdner Essenz einen Badehonig. Hier vorne das Teil. Das ist so ein Teil, was ihr auch zum Honig rausnehmen könnt. Falls es übrigens falsch rum drin ist, ich habe das dann falsch rum reingemacht. Das waren nicht die. Auch daran habe ich bereits geduftet. Und das ist auch so ein Produkt wie das Badekissen vorhin. Klang in der Beschreibung ganz geil, aber der Duft ist jetzt nicht ganz so überzeugend. 6,95 habe ich dafür bezahlt. Das ist echt viel. Und auch wenn hier ordentlich drin ist und das eine besonders hochwertige Geschichte ist und das Holzteil dabei ist, aber ich fand es trotzdem sehr teuer. Und deswegen umso schaderer, weil das riecht einfach kräuterig. Also es gibt schlimmere Kräuterdüfte, aber ich mag einfach keine Kräuterdüfte. Und ich weiß nicht, ob ich es weiter verschenke, weil es ist ja an sich nicht benutzt. Oder ob ich es ausprobiere und dann halt wegschmeißen muss, weil es benutzt ist. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ich glaube, das sippscht sonst. Oh, ja, das sippscht sonst raus. Aber das ist so eine ganz witzige Geschichte. Also, das sieht aus wie so ein Gelee, ne? Also wirklich auch leicht in die honigartige Konsistenz gehend. Ist schon irgendwie ganz witzig, aber. Ja, wenn es nicht gut riecht, dann nützt die beste Konsistenz und schönste Verpackung leider auch nichts. Und deswegen, also ich glaube tatsächlich, dass ich das weitergebe. Vielleicht irgendwo mit dazu, sodass man dann trotzdem noch ein bisschen Geld für kriegt. Aber halt, keine Ahnung. Ne, weil 7 Euro und das dann verschenken ist halt schon schade drum. Aber ja, ne, gucken wir halt mal. Also. Ja, finde ich halt schade, weil das klang so interessant. Badehonig, dachte ich mir so, komm, gönnst du dir mal was Luxuriöses. Ich habe ganz lange überlegt, nimmst du es aus dem Warenkorb, lässt es drin und dann habe ich es halt doch mitbestellt, leider. Aber ist halt leider jetzt so. Kann man nichts machen. Als vorletztes Produkt habe ich fünfmal gekauft die Winterschokolade mit Karamell und Zimt. Für 1,65 das Stück. Und die habe ich fünfmal geholt, um sie halt auch größtenteils zu verschenken. Also eine behalte ich definitiv. Das lasse ich mir nicht entgehen. Und eine kriegen meine Eltern, aber den Rest werde ich an meine Freundinnen verschenken. Das kommt, glaube ich, immer ganz gut an. Bin total gespannt. Klingt richtig lecker, muss ich sagen. Und ich freue mich darauf. Werde euch nach Möglichkeit berichten. Und das Letzte ist das Allerbeste. Ein weiteres Geschenkset und zwar von Balea, auch für 6,95. Enthalten ist eine Duftkerze, da hinten noch eine zweiteilige Crememaske und zwei Fläschchen. Da kann ich euch gerade gar nicht mehr sagen. Wahrscheinlich steht das hier hinten auf der Beschreibung drauf. Also einmal ist es auf jeden Fall Schaumbad, das andere ist entweder Duschgel oder irgendwas anderes. Riechen tut es auf jeden Fall nicht schlecht und ja, ich schaue es mir gleich nochmal an. Und hätte ich ein bisschen mehr Geld gehabt, hatte ich noch kurz überlegt, ob ich noch eins mitbestelle für euch, weil ich finde, das ist immer sehr schön so zum Verschenken. Und ja, bin sehr gespannt. Und ich habe es halt hauptsächlich in mir ausgesucht, weil ich es toll fand, dass eine Maske und auch eine Duftkerze drin war. So, meine Lieben, das war meine aktuellste DM-Bestellung. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen sehr lieben Kommentar oder ein Feedback, ein ehrliches in den Kommentaren freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert jetzt sehr gerne meinen Kanal. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Vor allem die Glocke aktivieren nicht vergessen. Dann passiert nichts, beziehungsweise dann kriegt ihr immer Bescheid.
Jawohl. Genau, also wie gesagt, ne, mit den ein, zwei Produkten gucke ich nochmal, ob ich die irgendwie. Ich habe ja auch vom letzten Einkauf ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe, das mag ich irgendwie nicht. Vielleicht stelle ich dann mal eine andere Wundertüte, Wunderbox zusammen und verkaufe die dann oder so. Schaut auf jeden Fall auf eBay Kleinanzeigen bei mir vorbei. Auch wenn das schwierig ist, wenn ihr meinen Namen nicht kennt oder eine Anzeige von mir nicht kennt, aber ja, ich stelle da immer mal wieder Sachen rein und würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Riecht lecker. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend, Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Sage Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.